Was geht ab, meine Z-Fighter? Sensei Ozeru hier. Und heute werden wir im globalen Dokkan Battle zum allerersten Mal Purunga beschwören können und er wird uns drei Wünsche erfüllen. An der Stelle aber können wir ihn weitere zweimal beschwören, denn in den nächsten 14 Tagen werden wir dazu in der Lage sein, 14 weitere Dragon Balls zu erfarmen. Jeden Tag kommt er neu dazu. Heißt, an der Stelle wisst ihr auch schon, was ihr in den nächsten Tagen zu tun habt, ne? Ihr kennt nämlich eigentlich schon die Quest, wie ihr die Dragon Balls einsammelt, daily, wenn sie kommen. Ja, der Link ist in der Beschreibung. Hört auf Sensei Ozeru und schaut in die Beschreibung, Freunde. Aber heute werden wir quasi den letzten Dragon Ball erstmal hier holen, den siebten, dann Purunga beschwören. Und ich werde euch sagen, was ihr wünschen solltet oder könnt, beziehungsweise welche der Wünsche die besten sind. Deswegen fangen wir mal an, okay? Jeden Tag laufe ich mich hier in Dokkan Battle ein. Alles klar, easy. Ich weiß, jeden Tag kommt ein neuer Dragon Ball hinzu. In den News wird das auch angezeigt. Wenn ich in den News klicke, okay, hier Purunga Dragon Ball Campaign wird jeden Tag erneuert, dann ist da immer ein Hinweis. Ein Hinweis, ein Hinweis. Und zwar, heutiger Hinweis. Dragon Balls are hidden in Banners 2. Okay, manch einer versteht das sofort und weiß, was er zu tun hat, manch einer anderer nicht. Dann könnten wir hier auf die Dragon Balls klicken, okay, und ihr seht, okay, ich habe alle Dragon Balls, außer den von heute. Was muss ich dafür machen? Oh, okay, da ist derselbe Hinweis. Verstehe ich nicht. Welche Option habt ihr, meine Freunde? Boom! In die Beschreibung schauen. Da ist es vielleicht mehr oder weniger gleich geschrieben oder anders zitiert, aber wenn ihr das auch nicht checkt, dann guckt die Post an. Guckt die Post von eurem Boy Ozeru an, nämlich auf Twitter, Discord und Instagram. Da geht ihr einmal her und guckt, okay. Ah, hier, Dokkan Battle, was hat er gepostet? News, okay, Purunga. Heutige Quest, berühre das Special Banner auf dem Homescreen. Ah, er hat sogar gezeigt, wo das genau ist. Ja, GG! Easy as, einfach jeden Tag abchecken, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. In dem Fall, danke Ozeru für deine Daily Posts. Ich benutze sie auch. Benutzt sie, Freunde, macht euch das Leben leichter. Und dann, aha, hier, das ist der Special Banner. Hier muss einmal draufklicken und GG. Ah, jetzt, Ozeru, danke schön. Deine Posts, deine Links, ich benutze sie alle. Benutzt sie, Freunde. Okay, siebter Dragon Ball hier an der Stelle, okay. Dann war die Bedingung eben, tap the Special Banner on the Homestream. Alright. Und jetzt können wir uns an der Stelle gleich Purunga beschwören. Oh, gleich. Ich wollte eigentlich kurz zurückklicken. Aber, ah, okay. Nee, passt. Okay, das hat mir nur angezeigt, dass ich das, dass ich ihn eingesammelt habe. Heißt, wir können ihn gleich beschwören. Ich dachte, wir werden ihn direkt beschwören müssen. Nee, war gut. Denn ich will euch auf jeden Fall erstmal zeigen, welche Wünsche haben wir und welche sind die besten darunter. Also, meine Freunde, wir wissen, wir können uns drei Wünsche erfüllen lassen aus diesen folgenden. Die Sache ist auch diese. Wenn ihr jetzt von denen hier drei euch aussucht, dann sind die im nächsten Mal, wenn ihr Purunga beschwört, nicht weg, sondern ihr könnt euch immer drei aus den folgenden wünschen, immer wenn ihr Purunga beschwört. Zwei weitere Mal können wir das ja insgesamt dreimal. Alles klar. Was wir hier sehen ist, zum einen können wir wählen Potential Orbs. Sehr, sehr viele von jedem Typus. Grand Kai ist 3 Stück A-Typ. 777 Incredible Gems. Zenny, diejenigen, die Zenny brauchen hier, bekommt ihr Diamond-Statuen und Platin. 10 Platin, 7 Diamond. Diejenigen, die Awakening Medals brauchen, bekommt ihr echt eine sehr, sehr solide Anzahl an Awakening Medals von allen an der Stelle. Bronze, 500, 300 und so weiter und so fort. Training-Items, was ihr Training-Items braucht, oder Support-Items, 100 Stück hier an der Stelle von denen hier, sind echt gute Wünsche, was man mitnehmen kann. Aber, welche sind die besten darunter, beziehungsweise welche würde ich euch raten zu holen? Ich mache das an der Ressource abhängig, okay? Beispielsweise. Support-Items könnt ihr euch aus dem Barbershop holen, Training-Items auch, Awakening Medals auch. Die Statuen eigentlich auch. Nicht nur mit den 3 Jahresmünzen momentan, sondern auch an sich generell im Barbershop. Oder sie haben alle eine Daily-Stage, wo ihr das Ganze, nicht nur Daily, sondern Awakening Medals könnt ihr euch Daily erfarmen. Sie sind, wenn ich das so sagen darf, gut farmbar. Ja, diese Ressourcen, auf die habt ihr immer Zugriff. Okay? Incredible Gems an der Stelle. Oh mein Gott, damit die 777 euch erfarmt, da könnt ihr euch totquesten. Die droppen sehr, sehr wenig. Heißt das so eine Währung, so eine Ressource, die würde ich in der Kategorie einstufen, dass man sie selten bekommt. Selbes gilt für Grand Kai, bekommt man nicht alle Tage, bekommt man selten. Orbs sind zwar jeden Tag die Daily Stages online, aber ihr bekommt zum einen dann nicht so viele und ihr bekommt es nur unter der Woche, also generell. Momentan ist es auch am Wochenende online, aber generell unter der Woche und das sind nicht so viele. Auf einen Schlag, also ihr müsst da schon wirklich über eine lange Zeit farmen. Heißt, wahrscheinlich wisst ihr schon, welche Wünsche ich euch hier zu Herzen legen möchte. Was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, euch empfehlen würde, sind Orbs. Orbs bekommt man nicht alle Tage, bekommt man zwar, aber dann nur von einem Typus und sehr, sehr wenig.
Man bekommt es nicht alle Tage auf einen Schlag und dann auch noch so viel. Ihr seid da wirklich sehr gut gedeckt mit den Orbs. Wenn ihr euch das dreimal wünscht, GG, dann habt ihr wirklich sehr, sehr viele Orbs für die nächste Zeit. Orbs würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Grand Kais ebenso. Es sind quasi Essay für jeden Typus. Drei Stück bekommt ihr, wenn ihr das holt. Wenn ihr das euch dreimal wünscht, quasi aus den nächsten zwei Malen auch noch, dann habt ihr 9 Stück von jedem Typus. Kann man sich momentan auch aus den Münzen holen. Im Barbershop kann man sich dort auch holen, aber danach, so nach den 3 Jubiläum, werden sie nicht immer erhältlich sein. Sie sind gerade gut erhältlich, deswegen nutzt das und nimmt das mit. Also Orbs und Grand Kais würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall mitzunehmen. Im Endeffekt entscheidet ihr selbst, aber das ist mein Ratschlag für euch, wegen den Gründen, die ich genannt habe. Das dritte, meine Freunde, könnt ihr euch wirklich entscheiden. Braucht ihr gerade Medaillen, zum Beispiel für LR Broly, da nimmt Medaillen. Braucht ihr zum Beispiel Zenny, sei es auch für LR Broly, ihr habt ihn gezogen, braucht Zenny, nimmt Zenny. Braucht ihr Training-Items, nimmt Training-Items. Wobei Training-Items so sind eigentlich gut farmbar, das war so eines der letzten, die ich mir holen würde als dritte Option. Support-Items, braucht ihr Support-Items für Super Battle Road, für Boss Rush, für hier und dort, War Tournament, könnt ihr mitnehmen, warum nicht, könnt ihr mitnehmen. Heißt, die dritte Option ist euch selbst überlassen, meine Freunde. Wählt einen dieser Wünsche aus, schaut auf eure Ressourcen. Okay, ich kann das gebrauchen, ich kann Incredible Gems gebrauchen, weil A, dort könnt ihr euch auch Elder Kai holen, B, ihr könnt euch Awakening Medaillen und Protaren Medaillen für gewisse Charaktere, also für LVG zum Beispiel, ihr könnt euch Medaillen für gewisse Charaktere holen, das soll ich sagen, Battlefield Medaillen, könnt euch da mal gerne reinschauen, was es im Barbershop gibt für Incredible Gems, und 77 sind wirklich sehr viel, damit könnt ihr schon euch 1, 2, 3 solide Sachen holen an der Stelle, genau. Wie gesagt, Zenny, wenn ihr Zenny braucht, holt euch Zenny, wenn ihr Medaillen braucht, holt euch Medaillen, Training-Items auch, Support-Items ebenso. Was euch auf jeden Fall lohnt, meine Freunde, was ihr auch machen werdet, sind Orbs und Grand Kais, wegen den Gründen, die ich genannt habe. Und die dritte Option wählt ihr quasi selbst. Ich werde Incredible Gems holen, weil ihr Incredible Gems braucht, ab und zu mal immer. Oh, Polunga, erscheine, kure me so rarmini, 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 dankeschön. Weil, an der Stelle müsst ihr das mal hier wertschätzen, ne, Polunga. Ja, ist geil, ist geil. An der Stelle werde ich mir die Incredible Gems holen als dritte Option an der Stelle. Oh Gott, waren das viele an der Stelle. Oh mein. You possess the Dragon Ball, state your wish, I will grant any 3-Serie. Okay. Also, ganz oben bekommt ihr die Potential Orbs, die auch im Bild auf, wie auch auf dem Bild. Dann die Grand Kais Zeiterstelle, die Incredible Gems an Dritter, Herkules-Statuen, Awakening-Medaillen, Support-Items und Training-Items. Ihr habt es gemerkt, hier unten ist es nicht die Reihenfolge wie auf dem Bild, also passt da auf. Die Awakening Medals oder Training Items, die Support Items sind nicht ganz unten, auf dem Bild waren sie ganz unten, deswegen passt da auf. Liest einfach, hier steht da dran, was ihr holen könnt. Und dann werdet ihr 3 Stück, die ihr holt. Ich hole mir Potential Orbs auf jeden Fall, Grand Kais würde ich auf jeden Fall empfehlen, das zu holen. Und dritter Wunsch könnt ihr quasi euch auswählen, was ihr holt als dritte Option. Ich hole mir an der Stelle Incredible Gems. Ihr drückt einmal auf Yes und bekommt alles und... Okay. GG, Dankeschön, Porunga, an der Stelle für... Okay, oh mein Gott, ich... Oh mein Gott, dieses an der Stelle, das geht gerade zu weit. Okay, und jetzt bekommt ihr quasi die Wünsche, die ihr hier bekommt. Und genau, so sammelt ihr das Ganze ein. Das sind die Wünsche, die ihr euch wünschen könnt, meine Freunde. Ich kann die gerade hier nicht einsammeln, weil ich glaube, ich keinen Platz mehr habe. Wie gesagt, zwei Optionen würde ich euch auf jeden Fall ans Herzen legen, die euch auf jeden Fall immer mitnehmen könnt. Außer Wünsche sind Potential Orbs und Grand Kais. Dritte Option könnt ihr euch aussuchen. Ich hoffe, ich konnte euch dementsprechend helfen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.